Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist der erste Tag ohne Papa. Der Papa ist wieder arbeiten nach 2 Wochen Urlaub. Und heute ist der erste Tag, wir sind jetzt gerade aufgestanden. Ich habe mir einfach nur schnell was angezogen. Da. Und jetzt sind die Kinder dran. Erstmal die kleine Maus hier, die braucht unbedingt eine neue Windel. Und dann die Lia-Maus. Und dann schauen wir mal, wie der Tag so klappt. Ich musste die Kleine jetzt einmal ganz, ganz kurz stillen, weil sie ja scheinbar noch Hunger hatte, aber sie hat nur so einen kleinen Snack genommen. Genau, ich habe jetzt gerade ein Outfit für sie rausgesucht. Ein Body und eine Hose, wobei ich mir bei der Hose noch nicht sicher bin, weil ich finde, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal umziehen, mache es hier ruhig. Übrigens auch für August-Babys oder Sommerbabys Heizstrahler, absolute Empfehlung. Wir haben hier unseren wieder stehen von Lia und es geht nicht ohne. Also die Kleine liebt das einfach. Und ja, das ist sonst auch einfach viel zu kalt jetzt gerade. Mein Schatz, hast du eine Strumpfi? Ja. Perfekt, willst du sie gleich anziehen? Aber. Lia spielt hier gerade. Dann müssen wir sie auch gleich einmal umziehen und frisch machen. Kind Nummer 1 ist fertig und Lia räumt in der Zeit hier ihren Schrank gerade aus. Das heißt, ich muss jetzt einmal sie fertig machen, aber die Kleine lässt mich, weil die möchte eigentlich gestillt werden. Aber ich hoffe, ich kriege das jetzt mal schnell, bevor gleich der ganze Schrank leer ist. Hier. So, ich weiß, du hast Hunger, Schatz. Ich stelle die Kleine jetzt gerade. Ich habe übrigens noch nicht mal Haare gekämmt. Noch war ich auf Toilette. Ja, Hauptsache, die Kinder sind erstmal fertig. Gleich Lia erstmal ihr Brot geben und dann, ja. Genau, also die Kleine stillt jetzt gerade. Und ich wollte noch kurz berichten, so allgemein. Ich habe noch gar nichts so auf YouTube erzählt. Also stillen klappt richtig gut. Die Kleine ist ein Naturtalent, was das angeht. Ich habe sie 2 Minuten oder so nach der Geburt direkt angelegt, weil sie schon gesucht hat. Und genau, dann hat das auch richtig gut geklappt. Also sie hat direkt getrunken und die im Kreis waren alle völlig begeistert, weil ich es einfach von mir aus direkt selber gemacht habe. Bei Lia wurde mir das ja noch ganz genau erklärt und Lia hat das erste Mal getrunken, ich glaube 1,5 Stunden nach der Geburt oder so. Also relativ spät. Da hast du deine Strumpfhose reingesteckt, die du gleich anziehen sollst, Schatz. Kleine hat einen tollen Koffer, den zeige ich euch gleich mal. Den haben wir bei DM abgeholt. Diesen, ja. Herzlichen Glückwunsch zur Geburtskoffer. Oh. Ah, kochst du in dem Koffer deine Strumpfhose? Ja. Genau, aber sonst klappt stillen wirklich richtig toll. Ich hatte am dritten Tag den Milcheinschuss. Da haben die Brust natürlich ordentlich gebrannt, gespannt. Die waren riesengroß. Und dann fingen auch direkt diese brennenden Brustwarzen an. Mama, ich glaube, das kennen alle, die stillen. Ich kann die nicht, Mama. Da hast du deine Strumpfhose reingesteckt, Schatz. Gucken wir, wie er drin ist. Gucken wir, was da drin ist. Oh ja, eine Strumpfhose. Genau. Und die brennenden Brustwarzen, das war schon hart, sodass ich wirklich jedes Mal Angst vorm Stillen hatte und vorm Anlegen. Immer noch deine Strumpfhose, Schatz. Okay. Ja, aber die brennenden Brustwarzen sind jetzt wieder weg. Und jetzt, ja, ist es einfach wie bei Lia damals. Also einfach sehr, sehr schön und klappt alles wunderbar. Ich hoffe, ich habe nicht so oft wie bei Lia einen Milchstau. Das hatte ich ja bei Lia super oft. Aber ich denke, dass wir ein richtig gutes Team sind, die Kleine und ich. Genau, heute steht auch relativ viel an. Heute ist ja so mein erster Arbeitstag wieder sozusagen. Elternzeit habe ich ja so nicht genommen. Ich kann natürlich ein bisschen weniger arbeiten durch die Kinder, also ich schaffe das gar nicht, denn das alles zu tun, was ich in der Schwangerschaft getan habe. Aber ich versuche trotzdem so viel wie möglich zu schaffen. Meine To-Do-Liste ist auch relativ lang, wie gesagt. Ich habe einiges vor, aber ich mache ganz langsam und die Kinder gehen auf jeden Fall vor. Aber ich denke, dass Lia sich bestimmt ab und an mal selbst beschäftigen wird und die Kleine ja auch immer noch relativ viel schläft jetzt mit 2 Wochen. Heute ist sie 2 Wochen alt. Genau. Ich zeige euch nachher auch nochmal meinen Bauch, meinen Babybauch. Babybauch, ist er ja nicht mehr.
Oh, Schatz. Ja. Oh. Und heute möchte ich auch nochmal ein Foto für Instagram machen. Genau, so ein 2 Wochen nach der Geburt Bild. Das haben sich ganz, ganz viele gewünscht, dass ich das regelmäßig mache. Genau, und das möchte ich dann auch machen. Ja, und sonst das ganz normale, der ganz normale Alltag bei mir wieder. Ich bin, ja, noch fühle ich mich, als wäre Felix nur kurz draußen oder so. Aber dass er wirklich den ganzen Tag jetzt nicht da ist, ich glaube, das muss ich erstmal realisieren. Ja, mal gucken, wie das klappt. So, wir haben mit Mühe und Not geschafft, zu frühstücken und den Hund in den Garten zu werfen. Einmal, der läuft jetzt einmal kurz im Garten, sich einmal ausstänkern. Genau, jetzt muss ich mich einmal umziehen, weil die Kleine hat mich komplett vollgespuckt. Und die Kleine selber ist auch schon wieder vollgespuckt, aber das ist noch nicht so schlimm, dass ich sie umziehen muss. Aber ja, ich muss mich auf jeden Fall umziehen. Das werde ich jetzt machen. Und die Kleine liegt jetzt hier gerade auf dem Bett. Dann muss ich mir auch schon Gedanken machen zum Mittagessen. Wir haben es zwar noch nicht so spät. Oh, Beeilung, Beeilung. Schnell neuen BH raussuchen und neues Oberteil. So, genau. Und jetzt ganz schön wieder zum Baby. So, die kleine Babymaus schläft jetzt im Stubenwagen. Ich bin mal gespannt, wie lange Lia spielt hier und hört nebenbei den Paw Patrol Toni. Und spielst du mit deinem Trecker? Genau, apropos Toni, ich wollte eventuell nachher noch einmal ein Toni bespielen. Wir haben noch ein Kreativtoni, wo gar nichts drauf ist und da wollte ich gerne was drauf machen. Genau, die kleine Babymaus schläft also. Und ich werde jetzt gleich mal schauen, was ich zum Mittagessen mache. Wir haben es ungefähr 11:30. Weiß ich nicht, mach mal auf, guck mal rein. Kürbisse. Guck mal rein. Alles lag durcheinander. Freunde, so werden wir die Ernte niemals schaffen. Hier ist übrigens ihre Toni-Box. Und? Oh, zeig mal. Oh ja, ein Apfel. Super, mein Schatz. Lia, was möchtest du heute essen? Wabbel? Na, das können wir nicht. Wabbel können wir nicht essen. Oh, was ist das, Mama? Schaukelpferd. Mhm. Genau, meine neue Trage kam übrigens auch. Die wollte ich auch nochmal zeigen von Kokali. Ein Zug. Ich habe mir eine neue Trage bestellt. Ein Zug. Ein Zug? Oh ja, hast du recht. Super. Genau. Lia hat auch gerade schon fleißig gemalt. Ich habe ihr ein Hühnchen ausgedruckt. Sie wollte einen Gok-Gok haben und deswegen haben wir ihr einen Gok-Gok ausgedruckt. Den hat sie jetzt gerade schon angemalt ein bisschen. Das ist immer noch das Schaukelpferd, Tessie. Genau. Und das Sofa sieht aus, weil die ja da gepuzzelt hat. Aber gut, ich werde jetzt euch einmal die Trage zeigen, genau, dann kann ich die nämlich wegräumen, beziehungsweise wollte ich die dann nachher nochmal direkt ausprobieren, weil die Kleine ja heute so anhänglich ist. Dachte ich, vielleicht passt das perfekt. Dann braucht Lia, glaube ich, auch nochmal eine neue Windel. Genau, und dann muss ich mal ein bisschen aufräumen und dann Mittagessen machen. Lia möchte einmal ihren Trecker zeigen. Das ist ihr Trecker. Der ist von biokinder.de. Er ist richtig toll, mit Anhänger und eigentlich gehören da auch noch so Strohballen zu. Genau, richtig toll. Ja, da passt auch der Chase rein, ne? Super. So, und hier liegt eben die kleine Maus am Schlafen. Das hier ist meine neue Trage. Haben wir Lia hier vorhin ausgepackt und zusammen. Und zwar ist das eine Tie-Tie von Kokali. Pass auf, Lia. Da, genau. Und in diesem neuen Design hier, das haben die gerade neu rausgebracht. Genau, richtig schön finde ich das. Ja, darfst du haben. Das ist die Baby-Size, also die direkt für Neugeborenengröße. Das haben. Was denn? Ja, kannst du haben hier.
Genau, und hier an den Schultern ist sie eben so zu binden und an der Hüfte eben mit so einer Schnalle. Und die wollte ich nachher mal ausprobieren. Erstmal einstellen für die kleine Maus und dann nachher mal ausprobieren. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Ist auch noch hier so eine Tasche bei, um die einzupacken. Genau. So, meine Lieben, wir hatten jetzt 3 Stunden Stromausfall und ich habe die Zeit genutzt dann, um zuzuschneiden, weil was bleibt einem anderes übrig bei Stromausfall? Ja, zuschneiden, da braucht man keinen Strom für, das geht. Genau, das war aber gar nicht so einfach, weil wir für die Kleine ja auch nichts nutzen konnten, weder Federwiege noch ihre Wippe und sowas, deswegen habe ich sie die ganze Zeit im Kindersitz dann geschaukelt. Das hat super geklappt. Genau, das habe ich jetzt also auch abgehakt. Lia spielt die ganze Zeit ganz lieb. Haushalt ist soweit auch gemacht. Und genau. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe nämlich noch etwas bestellt. Und ihr wollt ja immer gern alles sehen. Und deswegen wollte ich euch das gleich noch zeigen und nicht vorenthalten. Genau, ich werde jetzt noch den Rest zu Ende zuschneiden. Und dann mal gucken, ob ich eventuell noch ein bisschen nähen kann. Gerade schläft die Kleine nämlich. Und die Zeit muss ich nutzen. Mein Bruder war jetzt auch noch gerade zu Besuch, weil der natürlich auch ohne Strom nichts machen kann bei meinen Eltern. Deswegen hat er sich hier so ein bisschen mit Lia und mit mir beschäftigt. Genau. Aber jetzt geht der Strom wieder. Dann kann ich auch endlich kochen. Und genau, da gibt es gleich auch noch Mittagessen. Gucken, was ich heute mache, das weiß ich nämlich noch gar nicht. Da habe ich noch gar keinen Kopf mir gemacht. Ich denke Fischstäbchen oder sowas. So, Lia und ich malen jetzt hier ein Postauto. Wir sind auch schon fast fertig. Das ist nicht hübsch geworden, Lia. Hier fehlt noch ein bisschen Gelb. Mama, genau. Darf ich da? Das ist weiß, aber das sieht man hier nicht so drauf auf dem weißen Papier, Lia. Du kannst lieber noch mal mit Grün den Rasen zu Ende malen. Ja, hier. Das ist blau. Welche mag ich, Mama? Such mal Grün. Die? Grün, Schatz. Ja, das ist. Nee, die andere ist grün. Die? Genau, das ist grün. Damit kannst du den Rasen hier noch anmalen, Schatz. Hier den Rasen. Mama, kannst du malen. Deine Mama malen? Ja. Okay. Und welche Farbe möchtest du für den Briefkasten haben? Hm? Diese. Schwarz? Dann mal hier den Briefkasten an. Super. Fertig. Na, da kannst du noch ein bisschen mehr malen, Lia. Mama, super. Kannst du malen? Ja, okay. Was? Was? Willst du bitte nicht was an Mama? Mama malt den Briefkasten an. Und dann muss ich gleich mal Mittagessen machen. Denn wir haben es schon relativ spät nachmittags. Genau, und ich überlege gerade, was ich zu essen mache. Eigentlich wollte ich Fischstäbchen machen, aber ich müsste für Felix morgen mitkochen, weil er müsste was mit zur Arbeit nehmen. Und Fischstäbchen lassen sich nicht so gut wieder aufwärmen. Und deswegen muss ich nochmal überlegen, was ich mache. Und außerdem hatten wir gestern Kartoffelpüree und ich wollte jetzt nicht schon wieder Kartoffelpüree machen. Und deswegen, ja, hübsch, toll. Und deswegen überlege ich irgendwas mit Nudeln oder so, vielleicht Lasagne. Genau, hübsch. Genau. Ich habe das die kleine Maus gerade gestillt. Dann haben wir meine Eltern verabschiedet. Und jetzt schläft sie schon wieder in dem Stubenwagen. Mal gucken, das bewegt sich da schon alles. Gucken, wie lange sie noch schläft.
Und dann habe ich mir gerade schon meine Unterlagen. Ja, hey, toll. Habe ich mir meine Unterlagen gerade schon rausgeholt und wollte noch ein bisschen Buchhaltung machen. Das wartet nämlich schon die ganze Zeit und immer sträube ich mich davor. Aber ich werde das heute mal in Angriff nehmen. So, ich werde jetzt eine Nudelhackpfanne, einen Auflauf machen. So ein bisschen wie Lasagne, nur ohne Lasagneplatten sozusagen. Genau, dafür werde ich jetzt Hack holen und dann werde ich das machen. So, dieses süße Set hier wollte ich euch noch zeigen. Das habe ich bei Instagram bestellt. Und zwar von Löwenstich. Das verlinke ich euch alles einfach mal in der Infobox. Genau, einmal so einen richtig süßen Sweater und hier so eine richtig süße Hose. Und dieser Stoff ist einfach so, so süß. Ich bin so verliebt. Genau, das ist einmal ein Set für die kleine Maus. Dann habe ich noch eine Latzhose, denselben Stoff für die kleine Maus. Auch richtig süß. Also wie gesagt, der Stoff ist so, so schön. Genau, einmal eine Latzhose. So, und einmal für Lia, auch in einem richtig schönen Stoff. Schaut mal. Für Lia eine kurze Latzhose, auch richtig süß. Ich bin auch da. Genau, du bist auch da. Die ist so, so süß. Schaut mal. Also die Stoffe sind wirklich der Wahnsinn. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr bei Instagram vorbei. Ich verlinke euch das, wie gesagt, in der Infobox. So, und genau, jetzt wollte ich euch eigentlich nur noch Tschüss sagen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder zu einem anderen Video. Tschüssi!